Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Bernhard. Heute habe ich vor, euch ein bisschen in meinen Tag mitzunehmen. Und weil ich mittlerweile den Laden abgegeben habe, wollte ich euch unter anderem auch heute eine updated Roomtour zeigen. Falls ihr die erste Roomtour von uns noch nicht gesehen habt, blende ich euch oben gerade noch mal das Video ein. Aber ja, weil wir eben den Laden abgegeben haben, ist das unter anderem mit einem Grund, warum wir daheim ein bisschen umgestellt haben. Und das will ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Dann habe ich noch so ein DIY-Projekt heute vor und nehme euch dort auch ein bisschen mit. Und ja, der Marcel kommt zwischendurch auch mal in dem Video vor. Er ist jetzt aber seit etwa 3 Wochen wieder am Arbeiten. Oder nicht ganz 3 Wochen. Ja, ist zum Glück langsam fertig, Quarantäne, und es lockert alles wieder ein bisschen. Und das bleibt jetzt hoffentlich die nächste Zeit auch so. Aber ich muss sagen, wir haben die Quarantäne eigentlich wirklich ziemlich genossen. Marcel hat mich viel unterstützt, eben mit den Online-Bestellungen. Aber sonst haben wir uns natürlich auch mal so ein bisschen Auszeit gegönnt und haben das Ganze ziemlich positiv gesehen. Ich habe jetzt in dieser Zeit wieder angefangen, mehr Sport zu machen. Und probiere das auch so ein bisschen in meinen Alltag zu integrieren. Dort nehme ich euch auf jeden Fall auch noch mit. Dort habe ich jetzt angefangen, so Gimondo-Workouts zu machen, was super gut funktioniert von daheim aus. Und das probiere ich auf jeden Fall so beizubehalten. Aisa. Aisa. Handy. Ja. Live free, speak your peace. Stay humble in these streets, yeah. In these streets. Let's go. Playground parks with the trees and the cars. Brownstone buildings with the kids on the porch. Murals on the walls for the ones that we lost. Bodegas on the corner, let me see what's in store. Subway stations with the maps and the cars. Summer cookouts, uncle got the sandals on. Statue of Liberty, we holding up the torch. If they ask where I'm from, tell them this is New York. We from the home of the biggie, people blowing they ciggies. And these girls going wild cause they flashing they this litty. Watch your steps cause these blocks be. We grew up on that bad boy in 96 with Diddy. Take a walk, come with me, let me show you what really go down. Fiends on the corner, every hood got a deli or crowns. Cops pull us over, it don't matter if you black or you brown. City never sleeps, this the place the way hip-hop was found. Playground parks with the trees and the cars. Brownstone buildings with the kids on the porch. Murals on the walls for the ones that we lost. Bodegas on the corner, let me see what's in store. Subway stations with the maps and the cars. Summer cookouts, uncle got the sandals on. Statue of Liberty, we holding up the torch. If they ask where I'm from, tell them this is New York. I look around as I'm viewing the city. Skyscrapers and bridges, bright lights, fast life, Manhattan living. Crossover downtown, welcome to the concrete. The Nets to Barclays, the Mets to Yankees. Ubers in yellow taxis. NY on my fitted with some butters, we her savvy. When tight jeans was baggy. From JFK to LaGuardia, city that never sleeps, insomnia. Home of Junior Mafia, word. Playground parks with the trees and the cars. Brownstone buildings with the kids on the park. Mirrors on the walls for the ones that we lost. Bodegas on the corner, let me see what's in store. Don't clap for me. Mal bitte clean die Bartos. Warte, ich sitze kurz. So, wär's mal. Let peace stress free, let it be. God got a bigger plan for you and me. Let peace stress free and let it be. God got a bigger plan for you and me. Let peace stress free and let it be. God. Hey.
kurzes Workout gemacht. Und bevor ich jetzt unter die Dusche gehe, checke ich jetzt zuerst einmal alle meine Mails. Zuerst noch ein bisschen schminken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir jetzt in der Zeit, wo Quarantäne war und wo man eh daheim bleiben oder jetzt daheim bleiben, habe ich mich praktisch gerne geschminkt und meiner Haut auch mal so ein bisschen eine Auszeit gegeben. Und darum ist das jetzt heute, glaube ich, das dritte oder das vierte Mal in zwei Monaten, wo ich mich schminke. Aber man hat gleich so schnell ein einfaches Make-up, bevor ich dann mich nachher langsam ans Kochen mache und mit euch dann eben noch so eine kleine Roomtour machen, weil ich glaube, wir sehen da schon ein bisschen im Hintergrund, dass sich auch da ein bisschen verändert hat. Make-up ist dann. Jetzt tue ich meine Haare noch ein bisschen auffrischen. Die habe ich das letzte Mal vor zwei Tagen frisiert. Jetzt mache ich einfach noch mal ein paar neue Wellen rein. Das ist mein fertiger Look von heute. Das Outfit kann ich euch gerade auch noch mal zeigen. Ich habe heute eigentlich wieder ein ganz schlechtes Outfit an. Einfach schwarzes Top und Jeans. Die Jeans ist leider schon ein bisschen älter. Die habe ich noch bei mir im Laden verkauft. Gibt es leider nicht mehr im Onlineshop. Und das Top ist jetzt gerade eben heute in der ASOS-Lieferung drin gewesen. Der Marcel hat sich dort eben eine neue Badhose bestellt und ich habe jetzt einfach noch so ein Basic Top dazu bestellt. Und da dazu würde jetzt eigentlich mega gut meine neue Jacke passen. Die habe ich aber gerade erst gestern von der Gabriela geschenkt gekriegt. Mega lieb. Danke nochmal vielmals. Aber ich glaube, bei dem Wetter heute wird das vermutlich eher nichts mit dieser Jacke. Aber jetzt so für die Übergangszeit finde ich sie wirklich mega lässig. Die kriegen wir jetzt aktuell noch im H&M. Bevor es mir jetzt dann gerade bald ans Mittagkochen geht, bevor der Marcel eben heimkommt zum Essen, habe ich euch eben gerade noch kurz unsere Wohnung zeigen, was wir jetzt genau wie umgestellt haben. Gewisse Sachen sind gleich geblieben. Das zeige ich euch dann nicht genauer. Für das eben könnt ihr gerne noch mal das letzte Roomtour-Video anschauen, wenn ihr möchtet. Hier in unserem Wohnzimmer hat sich eben nicht viel verändert. Wir haben nicht wirklich etwas umgestellt, bis auf einen neuen Couchtisch. Aber das haben wir, glaube ich, auch mal im letzten Vlog schon mitgekriegt. Was wir eben umgestellt haben, ist zum einen hier unser Schlafzimmer. Das ist jetzt neu hier, wo der Marcel vorher sein Atelier hatte. Sein Arbeitsplatz ist eigentlich immer noch da. Aber dort, wo unser Schlafzimmer vorher war, haben wir jetzt eben neu einfach das ganze Lager von Frieda. Wir haben wirklich alles vom Laden jetzt so angezügelt. Frauenkleider haben wir jetzt aktuell gerade nicht mehr so viel. Herrenkleider dafür da noch die drei Stangen voll und sonst auch ein paar Jeans und Schuhe. Und dort machen wir jetzt eben immer drauf und dran, um das alles noch online zu stellen. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade die letzten Tage noch alle Cappies, also Snapbacks, online gestellt. Die findet ihr jetzt neu gerade alle bei uns im Onlineshop.
Und ja, bei den restlichen Produkten, die aktuell noch nicht im Online-Shop sind, mache ich mir jetzt dann auch dran, um das alles abfotografieren und bearbeiten, Beschreibung dazu verfassen. Und das braucht eben leider immer so seine Zeit. Aber da bin ich auf jeden Fall dran. Was jetzt hier aber vielleicht gerade noch ein bisschen unpassend ist, ist mein Schminktisch. Der ist jetzt quasi hier mitten im Frieden drin. Dort muss ich dann mir auch noch mal überlegen, ob ich den vielleicht gleich noch wegtun und mir dann einfach im Bad schminken, wie ich glaube, sonst jede normale Frau auch. Oder irgendwo anders anstellen in der Wohnung. Muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen bessere Lösung finden. Und dann haben wir eben auch unsere Küche ein bisschen umgestellt. Der Esstisch steht jetzt da neu ein bisschen anders. Haben wir jetzt einfach so quer anstatt längs hineingestellt und die Küche selber auch ein bisschen anders aufgeteilt, weil ich habe jetzt hier quasi mein Homeoffice in diesem Teil eingerichtet. Und der Marcel hat auf der Rückseite da noch sein Atelier. Da hat er auch wirklich genug Platz für seine Bilder und zum Malen. Ich habe jetzt gerade vorher noch ein bisschen Büroarbeit gemacht und noch Online-Bestellungen verpackt, dass die eben jetzt auch noch vor dem Wochenende rausgegangen sind. Und jetzt habe ich eben noch ein DIY-Projekt vor, das ich euch ja schon gesagt habe. Und zwar habe ich die Kommode aus dem Laden mitgenommen. Aber ich finde, das ist wie ein Faust auf das Auge. Das Rot mit dem Rot vor der Wand passt einfach überhaupt nicht. Und darum habe ich da so Metalllack bestellt in dem Anthrazit-Farbton. Und ja, ich habe jetzt vor, um die Kommode zu streichen. Mal schauen, wie gut das kommt. Auf jeden Fall muss ich zuerst einmal sicher alle Etiketten entfernen und den Griff wegnehmen. Und dann probiere ich das einmal so anzumalen. Jetzt mache ich uns noch schnell etwas Kleines zum Mittag. Aber nichts Spektakuläres. Hier habe ich noch ein bisschen Mais-Suppe von gestern. Das habe ich im Thermomix gekocht. Zum ersten Mal gegessen und wirklich mega fein. Dann habe ich hier noch so Cipollata mit Speck und ein bisschen Salat dazu. That's it für uns heute. Ein 100-Jähriger. Guten Tag, Marcel. Guten Also ich muss es auf jeden Fall zwei, dreimal anstreichen. Ich habe eigentlich erhofft, dass die Farbe ein bisschen besser deckt. Aber okay, Farbton wäre cool, aber ich weiß auch nicht, ob ich da zu viel aufgedreht habe, dass es da schon so runterläuft. Wir lassen es jetzt einmal ein bisschen antrechnen und dann probiere ich gerade nochmal eine Schicht drüber zu streichen. Nach der zweiten Schicht sieht schon mal viel, viel besser aus. Jetzt in der Zwischenzeit, wo es trocknet, tue ich jetzt da einfach mal den ganzen Griff abmontieren und dann tue ich bei der Schublade, aber nur die Front streichen, glaube ich. Jetzt habe ich bei der
Schubladen überall mal zwei Schichten drauf tun und beim grossen Teil der Kommode sind es insgesamt 3 Schichten. Bis jetzt sieht es, glaube ich, nicht einmal so schlecht aus. Und in der Zeit, wo das jetzt rechnet, mache ich gerade mal eine Kaffeepause und dann schaue ich das so in einer halben Stunde nochmal an. Schauen, wie es wird. Die Kommode ist mittlerweile fertig bemalt, aber jetzt musste ich es rausstellen, weil Marcel, glaube ich, fast versteckt ist in dieser Wohnung. Aber ja, er hat gemeint, es müsste jetzt über Nacht sicher noch trocknen und dann kann ich es dann morgen wieder einräumen und benutzen. Es war eigentlich mega einfach, um es zu bemalen, aber was ich auf jeden Fall für das nächste Mal weiss, dass man die Farbe nicht mehr wegwaschen kann von dem Farbroller. Ich habe das nämlich einfach probiert ohne Händchen. Vorher die ganze Zeit Händchen angehabt. Und als ich es putzen wollte, habe ich es ohne Händchen und einfach unter fließendes Wasser reingekippt. Wenn ich es einmal auch bei den Farbroller, wenn ich eine Wand bemalt habe, gemacht habe. Und ich habe den Scheiß fast nur von meinen Händen weggebracht und vom Ehering und von den Nägeln und überall. Bis mir der Marcel gesagt hat, dass man das gerne nicht waschen kann. Also jetzt haben wir es entsorgt. Ja. Und jetzt chillen wir noch ein bisschen und nachher gehen wir dann die 7. Gutes Nachtessen mit den Eltern von Marcel.